zusammen und ganz liebe Grüße aus unserer 7-Cooks-Küche. Wir freuen uns wahnsinnig, dass heute schon die zweite 7-Cooks-Lunchtime stattfindet. Und zwar kochen wir heute wieder gemeinsam bzw. live mit euch. Genau, ich bin die Chantal. Letztes Mal war ich hinter der Kamera, diesmal koche ich. Und jetzt seht ihr gleich noch die Anne, wenn alles glatt läuft. Hallo, ich bin die Anne. Ihr kennt mich vom letzten Live-Cooking. Ich bin heute hinter der Kamera. Wir haben heute die Rollen getauscht. Und ja, wenn ihr Fragen habt, dann bin ich dafür da, die euch zu beantworten. Und ansonsten macht die Chantal jetzt ein schönes Gericht. Sie erzählt euch jetzt gleich, was genau. Genau, und zwar gibt es heute vegane Spaghetti Carbonara. Einfach aus dem Grund, dass ich es sehr, sehr gerne esse. Und ich glaube, dass bei Carbonara viele wahrscheinlich denken, wie soll das bitte vegan gehen? Weil da ist Speck drin, da ist Ei drin, das Gericht lebt quasi vom Parmesan und allem möglichen, was tierischen Ursprungs ist. Es geht aber eben auch super mit pflanzlichen Zutaten. Und genau, deshalb kochen wir das heute zusammen. Und ich würde sagen, um auch die Zeit noch ein bisschen zu haben, dass Leute noch dazukommen, fange ich jetzt an und stelle euch einmal kurz unsere Zutaten vor und dann geht's los. Ihr seht schon klar hier die Spaghetti. Wir haben einfach Dinkel-Spaghetti genommen, könnt ihr aber jede Sorte nehmen, die ihr möchtet natürlich an Pasta. Ansonsten sind es echt Basic-Zutaten. Wir haben ein bisschen Sojasauce, mit dem wird der Räuchertofu gleich angebraten. Margarine, Zitronensaft, hier hinten ist noch eine Zwiebel, die wir gleich schneiden werden. Eben unser Räuchertofu und hier vorne sind noch Cashewnüsse. Die brauchen wir tatsächlich für den veganen Parmesan, weil auch das kann man super zaubern. Ein bisschen Sojasahne und Salz. Und hier ist dann noch Petersilie, die kommt dann ganz zum Ende. Genau, wenn ihr ansonsten Fragen habt, Anne hat schon gesagt, fragt die jederzeit. Wir beantworten euch gern alles. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Und zwar ist ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr den Räuchertofu gleich anbratet, das wirklich in einer heißen Pfanne macht und auch tatsächlich mit dem Räuchertofu startet. Normalerweise startet man ja oft mit den Zwiebeln. Muss ich kurz gucken. Die falschen 50%. Genau. Das heißt, ich fange jetzt schon mal an und mache die Pfanne mit ein bisschen Margarine heiß. Während die schmilzt, schneide ich den Räuchertofu. Ich schneide den am liebsten in so speckgroße Würfel, weil je kleiner ihr den schneidet, desto krosser wird der natürlich angebraten. Und gerade damit der halt dieses in Anführungszeichen speckige Aroma und auch ein bisschen so diese krosse Konsistenz kriegt, ist das natürlich super, je kleiner der geschnitten ist. Schon, falls ihr euch das gerade fragt, was mit den Spaghetti passiert, schon zum Kochen gebracht. Es ist nämlich nicht schlimm, wenn die Nudeln ein bisschen vor der Soße fertig sind. Ich persönlich mache das am liebsten so, dass ich die dann schon mal abgieße und dann einfach am Ende noch mal ein bisschen mit der Soße zusammen in die Pfanne werf und mische. Dann werden die erstens noch mal warm, nehmen die Soße schön auf, genau. Und ihr braucht euch keinen Stress machen, dass das zeitgleich fertig wird. Ihr seht jetzt schon, die Margarine blubbert fleißig. Das heißt, der Tofu kann ab in die Pfanne. Es kam auch schon eine Frage rein, ob du einfach hobbymäßig kochst oder es tatsächlich beruflich machst. Also ich bin ganz blutige Hobbyköchin. Ich koche auch bestimmt nicht High Class, würde ich es nennen. Aber auch deshalb habe ich mir zum Beispiel das Gericht halt ausgesucht, weil das wirklich so, so einfach ist. Und das jeder von euch nachkochen kann. Also wir haben wahrscheinlich schon gesehen, wie ich geschnitten habe. Man sieht, dass ich kein Profi bin. Aber mir macht es einfach Spaß. Ich esse wahnsinnig gern. Und dementsprechend, koche ich auch sehr gerne. Genau. Der Tofu, der kann da jetzt einfach mal so für 5 bis 7 Minuten ungefähr richtig schön kross angebraten werden. In der Zeit packe ich schon mal die Nudeln in unser Wasser. Lass sie kurz noch offen, damit ich sehe, wann die so weit sind, dass sie weiter ins Wasser können. Und fange mal hier mit der halben Zwiebel an zum Schneiden. Ich schneide sie mal schnell so. Ihr seht, keine Profiköchin. Aber ich habe das Gericht halt auch schon super oft gekocht und deswegen ist
mir das so ein bisschen ins Blut übergegangen quasi. Und warum genau, du hast vorhin Räuchertofu gesagt, nutzen wir denn Räuchertofu für das Gericht? Also den Räuchertofu nehmen wir einfach, weil der halt nochmal dadurch, dass der eben schon geräuchert wurde, schon so ein bisschen, ja, in Anführungszeichen speckiger schmeckt, aber er hat einfach so einen deftigen Geschmack. Und nachdem das ja eben bei Carbonara schon viel ausmacht, nehme ich den super gerne. Ihr könntet auch normalen Tofu beispielsweise nehmen. Normaler Tofu, finde ich immer, lebt aber davon, wie man den würzt oder mariniert. Wenn ihr jetzt beispielsweise sowas wie Liquid Smoke oder Rauchsalz zu Hause habt, könnt ihr auch super gut eben normal nehmen und den damit halt würzen oder das tatsächlich noch on top bei dem Räuchertofu nehmen. Genau, aber so ist es halt leichter und einfacher mit Zutaten aus dem Supermarkt zu machen. Genau, die Nudeln kochen jetzt hier mal eine Weile. Also um so nah wie möglich an den Speckgeschmack zu kommen, genau, oder? Genau, damit es wirklich halt so, ja, speckig, deftig, herzhaft wie möglich schmeckt. Genau. Ich habe jetzt eben in der Zeit, wo der Speck, also unser Speck andreht, die Zwiebeln geschnitten und werde auch gleich noch die Petersilie hacken. Die kommt zwar erst später dann ins Spiel, aber dann ist das auch schon mal erledigt. Das könnt ihr auch so fein oder grob machen, wie ihr möchtet. Ich mache das immer recht grob, weil ich da einfach nicht, ja, den Nerv und den Anspruch habe, dass es super fein wird. Ich mag das halt auch ganz gern, wenn man das dann noch schmeckt, wenn man drauf beißt. Genau. Und falls sich jetzt jemand fragt, ja, normale Carbonara wird ja, da gibt es ja auch so einen kleinen Streitpunkt, mit Ei und Speck gemacht und meistens nur mit, wenn überhaupt, mit ganz, ganz wenig Sahne in Italien tatsächlich. Wir machen es jetzt eben in dem Fall mit Sahne, ist erstens so ein bisschen mehr an der deutschen Carbonara-Version, quasi der eingedeutschten, und es ist halt eine einfache Möglichkeit, eben die tierischen Zutaten durch pflanzliche zu ersetzen. Ja, der Sahnengeschmack bringt wahrscheinlich noch einiges mehr an Qualität oder Aroma mit ins Spiel. Ja, also ich finde auch, es schmeckt dann einfach wunder. Und ich finde halt auch immer, man muss ja nicht, auch wenn ich jetzt sage, quasi man möchte dieses speckige und deftige, herzhafte so ein bisschen versuchen zu erreichen, wenn ich einen Tofu anbrate, ist mir persönlich klar, dass ich keinen Speck auf dem Teller habe. Also das ist ja auch nicht der Anspruch, dann ganz genau einen Speck zu haben, aber es kommt halt von, ja, so nah wie möglich von allem ran und es soll unterm Strich halt einfach super lecker schmecken und das schaffen wir eben mit den Zutaten. Ihr seht jetzt schon, der Speck wird richtig schön, also der Tofu wird richtig schön kross hier auch schon. Ich würde es noch einen ganz kleinen Ticken länger angebraten lassen und dann kommt quasi die Geheimzutat. Und zwar ist es tatsächlich Sojasauce, weil diese Sojasauce hat ja auch so dieses ganz salzige, ja, deftig würzige. Und wenn man das eben mit der Sojasauce so ein bisschen anbrät und ablöschen lässt, dann wird das nochmal in Anführungszeichen speckiger. Genau. So, ich muss aufpassen, dass es hier nicht spritzt. Und wie viel Sojasauce war das jetzt? Genau, das ist so ungefähr ein halber Teelöffel. Ihr könnt es einfach nach, ja, Belieben anpassen. Wir kochen heute für 2 Personen, also für die Anne und mich. Und genau, ihr könnt aber, das ist ganz praktisch, in unserer App direkt, also ich habe die hier auch nebenzu offen liegen tatsächlich, damit ich die Schritte alle richtig mache, könnt ihr hier auch einstellen bei den Zutaten direkt. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich habe jetzt 2 Portionen eingestellt. Ihr könnt aber direkt eben einstellen, für wie viele Leute ihr kochen möchtet oder Portionen, und dann werden auch automatisch die Zutaten hochgerechnet. Also ihr braucht euch da gar keine Gedanken mehr machen. Genau. So. Also unser Räuchertofu sieht schon richtig gut aus. Ich schau mal nebenzu ganz kurz nach den Nudeln. Ah, ein bisschen brauchen sie noch. Genau. Und jetzt kommt eben das, was man normalerweise in anderer Reihenfolge kennt.
Jetzt kommen erst die Zwiebeln dazu zum Räuchertofu und werden jetzt eben noch ein bisschen mit angebraten. Wenn euch, ich sehe schon, dass ein paar zuschauen, noch ein paar Fragen aufkommen, dann könnt ihr die gerne stellen. Ich gebe die einfach an Chantal weiter. Ist auf jeden Fall schon ziemlich gut dabei. Es riecht hier auch schon gut. Also ich weiß nicht, ob man sieht, es ist hier auch schon ein bisschen so geräuchert gefühlt in der Luft. Ja. Ich packe noch mal ein bisschen Margarine dazu, damit einfach die Zwiebeln auch schön glasig werden. Ich mache es immer lieber so, dass ich am Anfang weniger Fett, egal welches Art von Fett ich benutze, nehme, um halt zu gucken, ob es das überhaupt braucht. Weil nachpacken kann man immer noch, aber rausnehmen ist halt immer schwierig. Genau. Jetzt probiere ich tatsächlich mal kurz eine Nudel. Das ist natürlich bei jedem Pasta-Gericht wichtig und nicht zu vergessen. Lass die mal ganz kurz auskühlen. Wie magst du denn die Spaghetti am liebsten? Also ich mag sie gern, wenn sie noch ein bisschen al dente sind. Und ich mache es eben auch so, dadurch, dass ich die danach noch mal kurz in der Soße ziehen lasse, dass ich wirklich versuche, dass sie noch vielleicht sogar einen Ticken zu viel Biss haben, weil dadurch haben sie ja noch mal Zeit, ein bisschen zu köcheln und Flüssigkeit aufzunehmen. Ein bisschen brauchen sie noch, aber sie sind schon auf einem guten Weg. Genau. Jetzt kommt als nächstes, also hier unser Speck und die Zwiebeln schauen schon ganz gut aus, kommt als nächstes die Sahne dazu. Genau, um das Ganze abzulöschen. Wir haben jetzt Sojasahne genommen. Oh, die Nudeln kochen gleich über. Ich stelle die mal schnell runter. Ich sage ja, kein Profi kocht, das passiert mir auch manchmal. Genau. Wir haben jetzt Sojasahne genommen, ihr könnt natürlich aber sonst auch, wenn euch das lieber ist, Hafersahne oder eine andere Alternative nehmen. So, ich drehe hier mal ein bisschen runter. Also wie ihr das möchtet und dann kann das hier so vor sich hin köcheln. Genau. Und dann kommt eigentlich auch schon Trick Nummer 2 und zwar... Ich habe ganz, ganz lang gekellnert und hinter der Bar gearbeitet, deswegen, das ist ein echter, geprüfter Barkeeper-Trick. Vielleicht kennt ihr den schon oder nicht. Es kommt jetzt noch ein bisschen Zitronensaft in die Soße, damit das einen ganzen fruchtigen Hauch bekommt. Und erster Tipp, wenn ihr die Zitronen oder auch Limetten, Orangen, egal welche Zitrusfrüchte im Kühlschrank habt, nehmt die davor raus, damit die Zimmertemperatur bekommen. Und dann ist es ein bisschen Workout. Ihr könnt die richtig schön rollen. Also ich lehne mich da immer mit dem ganzen Gewicht drauf und dann merkt ihr schon, dass die, in dem Fall Zitrone, so ein bisschen weicher wird und nachgibt. Und dieses Rollen hat einfach so den Hintergrund, da kommt der Saft dann viel leichter raus. Also das war quasi die Vorführzitrone. Ich mache jetzt hier mal schnell die vorbereitete noch fertig. Und Zitrone gehört... wahrscheinlich in eine klassische italienische Carbonara auch nicht direkt rein. Warum machst du denn gerade Zitrone rein? Also es gehört nicht rein, das stimmt. Ich mache es einfach rein, um noch so ein bisschen diese Sojasahne, die halt an sich jetzt nicht großen Eigengeschmack besitzt, eben ein gewisses Etwas zu verleihen. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig oder was auch viele vielleicht vergessen, wo vielleicht auch ein paar Vorurteile sonst entstehen, wenn man eben vegan, vegetarisch kocht. Dann macht ganz viel eben auch gerade bei dem Tofu zum Beispiel das Würzen aus. Also natürlich, ein Tofu an sich schmeckt jetzt noch nicht nach viel, aber wenn man es eben richtig würzt, dann kann man da richtig gute verschiedene Aromen zaubern. Und das ist halt was, glaube ich, ganz viele einfach vielleicht auch unterschätzen, wie viel man mit Gewürzen machen kann. Und wirklich, ich meine, ihr seht, ich habe total einfache Sachen da, also keine abgefahrenen Zutaten, wirklich mit ganz alltäglichen Sachen. Ich gieße ganz fix unsere Nudeln ab. Ich habe auch gerade schon ein nettes Lob vom Flo Ankner. Danke für den Tipp mit der Zitrone. Das freut mich. Wie gesagt, ist quasi Barkeeper approved. So. Ja, das sah auch schon sehr professionell aus.
Genau, die lasse ich jetzt einfach hier stehen. Ich decke sie absichtlich nicht zu, damit die nicht nachgaren. Wenn die, wie gesagt, ein bisschen abkühlen, ist es kein Drama. Die kommen eh gleich noch in die Soße. Jetzt haben wir auch schon fast alles in der Soße, was rein soll. Es kommen jetzt noch Hefeflocken dazu. Wenn jemand viel vegan oder vegetarisch zum Beispiel kocht, kennt man das. Ansonsten für alle, die es nicht kennen, ich tue einfach einen Teelöffel da rein. Hefeflocken sind tatsächlich so Bierhefeflocken, also das, was auch beispielsweise beim Brauen verwendet wird, also beim Bierbrauen. Und die machen einen ganz käseartigen Geschmack, also auch wenn man dran riecht, es riecht ein bisschen wie Käse. Und die sind super für so Sahnesoßen oder eben auch Pastagerichte, wenn man Käse imitieren möchte. Und die machen gleichzeitig die Soße auch so ein bisschen sämiger, also schön cremig. Und die sind echt super vielseitig einsetzbar und gesund. Also ich glaube, ich mache bei mir noch ein bisschen mehr rein, weil ich rieche das dann immer schon, ob so käsig riecht. Riecht es noch nicht? Also machen die so ein bisschen den Ersatz von Parmesan. Genau. Und auch dem Ei wahrscheinlich, dass es so ein bisschen bindet. Ja, also das ist quasi der Ersatz dafür. Genau. Es riecht schon sehr, sehr lecker. Das freut mich. Ich hoffe auch, dass es am Ende schmeckt. Ich werde es dann gleich mal, wenn sich die Hefeflocken verteilt und aufgelöst haben, gleich auch mal probieren. Genau. Wie liegen wir denn in der Zeit, Anni? Kannst du mir das einmal verraten? Das ist eine gute Frage. Wir sind ziemlich schnell. Nee, es ist eine Viertelstunde ungefähr. Okay, wir sind echt schnell. Aber umso besser, weil ihr seht, ich habe euch nicht angelogen. Es ist ein Alltagsgericht, was man super einfach zu Hause nachkochen kann. Und was wirklich schnell geht. Also es schmeckt schon sehr gut. Ich packe jetzt aber noch eben für die Frische die Petersilie dazu. Und lasse das Ganze noch ein bisschen vor sich hin köcheln. Weil, wie bei jeder guten Pastasoße würde ich mal behaupten, je länger das Ganze halt köchelt und zieht, desto aromatischer wird es. Salz und Pfeffer mache ich erst am Schluss, weil dann hat sich wirklich das ganze Aroma von den Hefeflocken, Zitronensaft, Räuchertofu, Sojasauce schon so verbreitet, dass man es besser abschmecken kann. Weil, wo man ein bisschen aufpassen muss, wenn man am Anfang zu viel würzt und dann kocht es und am Ende wird es dann, weiß ich nicht, bei Schärfe passiert es ganz oft, dass es dann viel zu scharf ist und man eigentlich dachte, ach ja, da geht ja noch was. Genau, ich lasse das jetzt einfach kurz köcheln und mache in der Zeit mit euch den veganen Parmesan. Und zwar habe ich dafür jetzt einfach ein paar Cashewnüsse genommen. Die werden jetzt ein bisschen gesalzen. Veganer Parmesan, also die Veganer unter uns und Veganerinnen kennen das bestimmt auch schon zur Genüge. Aber mir ist es auf jeden Fall noch fremd. Würdest du sagen, es kommt ran an den echten Parmesan? Also ich finde natürlich, wenn man echten Parmesan liebt und gewöhnt ist, ist es eine Umstellung. Aber dasselbe wie vorhin beim Speck. Klar, wenn ich keinen echten Parmesan habe, dann habe ich keinen echten Parmesan. Es ist aber auf jeden Fall von der Konsistenz, seht ihr gleich, wenn wir das pürieren, so richtig schön bröselig, also wie guter alter Parmesan. Und durch die Hefeflocken, die ich da jetzt noch dazu gebe, kommt wieder dieses Käsige. Das Salz macht es eben noch so ein bisschen würziger. Und es ist auf jeden Fall eine super Ergänzung und Alternative dann auch in Kombination mit den Nudeln. Also wenn man es pur isst, dann fällt es natürlich auch auf, dass es kein echter Parmesan ist. Aber in Kombi mit der Soße und den Nudeln ergänzt sich super und hat auch nochmal ein bisschen dieses Grisselige. Also wenn man Parmesan dann auf eine Pastasoße tut, dann sieht man ja diese kleinen Parmesanstückchen da. Und das ganz selbe Gefühl hat man eben bei den Veganen auch. Jetzt wird es kurz laut. Und ihr seht, es gibt auch eine Sauerei. Also wenn ihr was zum Abdecken habt oder so einen Pürierstab mit so einem Aufsatz, dann nehmt den gerne. Genau. Aber ansonsten super fix gemacht. Also ihr seht jetzt hier, ich kann euch mal was auf den Löffel tun, hat schon so diese grisselige, feine Konsistenz. Ihr könnt das einfach mal probieren und abschmecken, je nachdem eben noch mehr Hefeflocken oder mehr Salz dazu machen.
Und der hält sich halt auch super lang. Also wenn ihr das einmal macht, da könnt ihr sehr lange davon essen. Gut. Dann teste ich jetzt nochmal die Soße. Und du hast ganz am Anfang mal gesagt, dass du das Gericht schon ein paar Mal gekocht hast. Heißt es, du ernährst dich auch vegan oder also ist es einfach nur gerade ein leckeres Gericht? Es ist auch ein leckeres Gericht, aber ich verzichte tatsächlich auf Fleisch, also ich ernähre mich vegetarisch. Und ja, ich habe das gar nicht, also es war eigentlich mehr so ein Zufall und ein praktischer Grund, dass ich das angefangen habe. Und zwar war ich im Urlaub in Südostasien und in solchen Ländern ist ja ganz oft so, dass, ich habe jetzt nur gerade kurz ein bisschen gesalzen nebenzu, dass das Fleisch ja oft sehr lange unter für deutsche Standards fragwürdigen Hygienebedingungen eben gerade auch auf so Straßen liegt und sowas in der Sonne. Deshalb habe ich da eben komplett darauf verzichtet, mir Fleisch zu bestellen, weil ich Angst hatte, dass ich irgendwie eine Lebensmittelvergiftung bekomme zum Beispiel. Und wenn man dort was zu essen bestellt mit Fleisch, also Chicken Curry oder sowas, bekommt man ganz oft das ganze Hühnchen gehackt da rein. Also da ist das Fleisch mit Knochen, Knochenmark, man sieht alles. Einerseits ist es gut, weil dann sieht man mal, wie das Fleisch eigentlich aussieht. Aber es ist halt für jemand, der es nicht gewöhnt ist, gewöhnungsbedürftig. Genau, und dann habe ich da komplett angefangen, auf Fleisch zu verzichten und das dann danach einfach beibehalten, weil mir hat es gar nicht gefehlt. Ja, und dann habe ich das durchgezogen. Krass, genau. Und wie lange ist das jetzt her? 4 Jahre. Hm. Und natürlich, also dann auch danach, habe ich mich schon auch mal damit beschäftigt, mit so diesem Umweltaspekt, den ethischen. Wie gesagt, man sieht da halt auch alles. Also die Schlachten ja beispielsweise auch auf der Straße. Und dann kommt man schon so ins Nachdenken. Und mir hat das dann einfach gezeigt, okay, ich brauche das nicht und ich komme gut ohne klar. Ich mache jetzt nochmal ein bisschen Margarine zum Abschluss in die Soße. Die bindet die einfach nochmal und ja, Margarine ist Fett, ist einfach nochmal Geschmacksträger. Könnt ihr aber, wenn ihr das nicht möchtet, weil ihr die Kalorien zum Beispiel einsparen möchtet, könnt ihr natürlich auch drauf verzichten. Ich warte jetzt noch, bis die schön geschmolzen ist. Genau. Und dann können eigentlich auch schon unsere Spaghetti da eingerührt werden. Kommt's raus? Das ging echt flott, muss man sagen. Also deswegen sage ich, es ist ein super easy Gericht, was man auch gut irgendwie abends, wenn man keine Zeit mehr oder auch Lust zum Kochen hat, machen kann. Und ja, es hat keine schlimmen, ausgefallenen Zutaten, weil ich muss sagen, das finde ich immer ein bisschen deprimierend. Wenn ich ein Rezept sehe, mir denke, boah, hätte ich voll Lust, das nachzukochen. Dann schaue ich die Zutaten an und sehe, ich muss dafür in 20 verschiedene Läden, die es bei uns vielleicht auch nicht um die Ecke gibt, oder mir was im Internet bestellen. Und das ist wirklich ja, super schnell gemacht und total einfach. Gut, dann geht es jetzt auch schon ans Anrichten. Und vor allem würde ich mal sagen, die Zutaten, die in einer echten Carbonara drin sind, wurden jetzt mit der gesunden Version ersetzt. Ja, also klar, Sojasahne ist kalorienärmer als jetzt, wenn man sie mit Sahne macht, normale Sahne. Das Ei ist natürlich nicht drinnen, was kalorientechnisch ja auch ein bisschen was ausmacht. Dafür haben wir zum Beispiel die Hefeflocken, die super viel Eiweiß haben, viel Vitamin B. Ist ja oft, wenn man sich pflanzlich ernährt, so ein Kritikpunkt, der geäußert wird, dass man vielleicht Vitamin B-Mangel haben könnte. Also auch da wirkt die Hefeflocken entgegen. So, und ihr seht, ich mache jetzt gleich noch ein bisschen Parmesan drauf. Wir haben ein sehr, sehr leckeres Mittagessen gezaubert, noch die obligatorische Deko. Und ja, oh, naja, wir sind ja hier live und deswegen passiert sowas auch. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns gerne Feedback. Wenn ihr Ideen habt, was ihr beim nächsten Mal kochen möchtet, Vorschläge, dann lasst uns die auch gerne zukommen. Wir freuen uns auf jeden Fall, glaube ich, aufs nächste Live-Cooking. Und ja, wie gesagt, im Anschluss findet ihr das Video auf IGTV, auf Facebook. Wir verlinken euch überall das Rezept. Also ihr könnt jederzeit nachgucken und nächstes Mal hoffentlich wieder dabei sein. Bis dann!